Servus Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder Clash of Clans. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen, wohlriechenden Tag. Bei mir hat gerade der Hausmeister das Gras gemäht vom Fenster und deswegen liegt hier jetzt dieser Grasduft in der Luft, den ich so sehr feiere. Mögt ihr das auch? Also, ich mag das extrem. So, wir spielen Clash of Clans, wie gesagt. Ich schau mal, was hier abgeht. Ich spiele das immer noch jeden Tag. Und ich habe da auch Gems reingesteckt, 600 Gems ungefähr, natürlich kein Geld, die Gems haben sich angesammelt, als ich noch aktiv damals Clash of Clans immer gespielt habe und die habe ich jetzt ausgegeben, einfach am Anfang ist es wichtiger die Gems auszugeben, um einen kleinen Vorsprung zu bekommen, um sich das zu erleichtern, dann geht das Ganze viel einfacher. Also wenn ihr Gems habt und die einsetzen wollt, dann lieber am Anfang als dann zum Schluss, weil zum Schluss sind auch die Preise extrem teuer. Und ich bin in 12 Stunden, in 11 Stunden sogar, bin ich Rathaus 9. Wie ihr seht, alles ist maxed. Hier die Mauern habe ich auch schon fertig gemacht und so. Die ganzen Gebäude, hier Bombenturm. Damals gab es die Bombenturm nicht, jetzt tue ich jetzt hier upgraden im Nachhinein. Truppen sind auch alle gemaxed, außer die dunklen Einheiten. Die benutze ich aber jetzt nicht so oft. Moment, hier forschen, genau, die sind schon alle gemaxed, aber die Spells auch, nur die dunklen Sachen noch nicht. Und das Elixier spare ich mir lieber auf für die Königin, wenn ich sie gleich freischalte, also in 11 Stunden. So, Barbarenkönig ist auch Level 10, alles gemaxed. Egal, wir spielen Nachtdorf und ich will jetzt Level 5, also Meisterhütte Level 5 rushen. Das Problem ist, ich habe 386.000 Gold. Ich habe 40.000 Gold zu wenig und ich kann nicht mehr als 400.000 Gold mit mir rumtragen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Spiel gewinnen würde, 90.000 Gold würde es mir geben. Ich würde mega viel Gold, also ungefähr 76.000 oder so, in den Sand setzen einfach. Und es rentiert sich hier gar nicht, schon mal, also weil man einfach so wenig Ressourcen am Tag kriegt. Deswegen muss man alles Mögliche mitnehmen. Deswegen würde ich sagen, wir stecken, also wir kriegen 300.000, wenn wir alle drei gewinnen. Und wir stecken diese 300.000 schon mal in eine Doppelkanone rein, Level 4. Kanonen habe ich schon gemaxt, Bogentürme nicht. Bogentürme, wie gesagt, ich rush jetzt die Base. Ich will jetzt nicht alles maxen, also manche Sachen sind mir halt nicht wichtig. Als ich habe ja auch die Meisterhütte 4 gerusht, nur damit ich schneller den Uhrenturm bekomme, der ist jetzt auf Level 3. Und ein viertes Armeelager, das hilft. Also hier ist es wirklich das Prinzip, Angriff ist die beste Verteidigung, weil ihr müsst einfach mehr Sterne, mehr Prozente bekommen. Und solange eure Base nicht komplett scheiße ist und leicht zu überrennen ist, dann ist es echt in vielen Fällen, dass ihr einfach der bessere Angreifer sein müsst. Und daher, diese Sachen sind mir wichtiger. So. Uhrenturm könnten wir auch auf 4 bringen mit 300.000, allerdings brauche ich den Gratisschub gleich fürs Video, damit ich hier meine Truppen schnell ausbilden kann. Und meine Drachen sind gerade erst Level 5 geworden. Drachen auf jeden Fall die beste Truppe, ich werde sie auch gleich Level 6 machen, wenn wir genug Loot gesammelt haben. So, genau. Und jetzt graden wir erstmal die Kanone ab. Dann starte ich den Uhrenturm und dann gehen wir ins Spiel. Auf jeden Fall, Leute, Drachen sind, die sind die beste Einheit, also im Endspiel, einfach aus dem Grund, weil sie ein so ein, wie kann man das sagen, ihre Leistungskurve, die wächst exponentiell. Also mit jedem Level, die anderen Truppen, die haben halt, ihr müsst euch so vorstellen, so eine, Moment, so hier die Kamera, eine ganz normale Kurve, schräg nach oben, ne? Die Drachenbabys, die fangen scheiße an und werden immer stärker, weil die kriegen ja der Wutbonus, der wird immer stärker, kriegen 60, 40%, 60%, 80% Schaden, dann 100%, also doppelten Schaden und den Schaden, den sie kriegen, der wird ja beim Wut auch noch verdoppelt. Das heißt, jedes Mal, wenn sie upgradet, werden sie multipliziert, wird der Schaden jedes Mal multipliziert und deswegen sind sie zum Schluss hin die stärkste Truppe, deswegen spielt sie auch jeder. Ja, auf jeden Fall, ich benutze sie jetzt mittlerweile auch sehr oft, am Anfang war sie sehr schwach, aber jetzt mit Level 5 habe ich sie noch gar nicht benutzt, werden wir jetzt mal versuchen. Der Typ hat auf jeden Fall keinen diese Luftbomben. Wir werden mal einfach versuchen, Prozente zu holen. Ich weiß nicht, ob wir die schaffen, die Hütte dazu bekommen. Wir können jetzt von der Seite kommen oder von der Seite. Hier ist jetzt die Frage, was besser ist. Ich will natürlich versuchen, so viele Sterne wie möglich. Ich überlege gerade, wo sein Tesla sein kann. Der könnte hier stehen. Das heißt, hier sind dann drei Anti-Luft Truppen, nicht Truppengebäude, deswegen. Ah, das ist immer so schwer. Das ist immer schwierig. Aber die machen eh nicht so viel Schaden, deswegen, weil die sind ja auf Reichweite eingestellt. Deswegen würde ich mal sagen, greifen wir einfach mal so an. Ja, so erstmal hier. Wir warten, bis der Babydrache. Oh, jetzt kommt die Bogenschützin, aber okay, der bleibt immer noch in der
nicht in der Reichweite der Luftabwehr. So, dann müssen wir gleich, wenn er weiterfliegt. So, jetzt alle Drachen setzen. So, soll ich hier noch einen setzen? Ich warte lieber nicht, dass sie sich zu nahe kommen. Und dann diesen Bonus verlieren. Apropos zu nahe kommen und den Bonus, Wutbonus verlieren. Ah, Leute, diese Babydrachen. So. Einer sollte aber gleich sterben und dann sollte der andere wieder den Bonus bekommen. Das ist sehr schön. Der visiert aber nicht die Luftabwehr an, der visiert den Barbaren an. Okay, gleich den nächsten Drachen raushauen. So ein bisschen den Schaden verteilen, wie ihr sehen könnt. Alle Verteidigungen schießen auf einen Babydrachen, deswegen können sie alle etwas länger überleben. Und das sieht ziemlich gut aus. Wir haben zumindest schon mal einen Stern. Wir hätten vielleicht sogar drei schaffen können, wenn wir besser gespielt hätten. Ich bin mir nicht sicher. So, ich platziere jetzt den nächsten Babydrachen hier. So, da ist ein Babydrachen anvisiert und der ist am Tower dran. Das ist sehr schön. Jetzt ist der nächste am Tower dran. Jetzt wird er aufgeraged und schauen wir mal. Ein Babydrache Level 5 gegen zwei Bogenschützentürme. Oh, das dürfte knapp werden. Ich glaube aber, wir verlieren. Ah, schade. Fast hätten wir es geschafft. Okay. Aber war nicht schlecht. Okay, wir haben gewonnen. Leute, wir haben gewonnen. Diese Base, wenn ihr eine gute Base braucht, ich habe diese Base selbst designt. Sie hat mir sehr geholfen. Ich hatte mal irgendwie 14 Spiele hintereinander. Also in 14 Spielen haben die Gegner insgesamt nur 4 Sterne geholt. Und eins davon war ein Gegner mit Max-Truppen und der hat mich einfach getreestart. Das heißt, wenn man das wegnimmt, in 13 Spielen haben die Gegner insgesamt von 39 möglichen Sternen nur 1 Stern geholt. Diese Base ist der Hammer. Ich habe sie auf Reddit gepostet und viele Leute haben sich da bedankt. Und der eine meinte, der hat so die ganzen Clan sogar vorgeschlagen, diese Base zu nutzen. Viele sind da irgendwie um 400 Pokale gestiegen oder so. Das ist eine super Base. Ich habe sie seit ich die Level 4 Hütte habe, habe ich sie selber designt. Und die ist echt, also die Gegner maximal 1 Stern und selten aber sogar 1 Stern. Ihr müsst nur 1 Stern holen, oft. Hier mittlerweile nicht mehr, aber wenn ihr so 1600, 1800, 1900 seid, dann ist die Base echt für euch gut. Ihr müsst immer meistens einen Stern holen und da habt ihr schon gewonnen. Also, passt, genau. Wir brauchen noch einen Sieg, glaube ich. Dann können wir Babydrachen auf Level 6 starten, den Upgrade. Okay, der hat die Luftbombe hier. Das ist aber kein Problem, weil seine Luftabwehr steht hier außen und wir müssen eh nur diesen Bereich hier holen. Und hier hat er nur die Luftabwehr und die Bogenschützentürme und wahrscheinlich auch ein Tesla hier, könnte sein. Okay, wie machen wir das? Ich zoome mal raus. Ich bevorzuge Clash of Clans eigentlich auf dem Tablet zu spielen. Clash Royale bevorzuge ich auf dem PC zu spielen, weil da kommt es echt auf das genaue Placement an der Truppen. Und bei Clash of Clans ist es aber oft der Vorteil, dass man, da hat man den Vorteil auf dem Tablet oder auf dem Handy, dass man mehrere Truppen gleichzeitig platzieren kann. Hier ist natürlich nicht so tragisch, weil hier gibt es eh nicht so viele Truppen im Nachtdorf. Aber beim echten Clash of Clans, wo ihr dann die ganzen Truppen verteilt bist, dann mit einer einzigen Maus ist es schwierig. Vielleicht wenn ich so zwei Mäuse hätte, so. Egal, so. Leute, was ich euch noch fragen wollte, ist eigentlich mit Cam besser oder ohne Cam? Ich könnte auch die Cam einfach wegmachen, weil ich weiß nicht, die ist irgendwie so überflüssig, scheint sie mir bei Clash of Clans. Das müsst ihr mir sagen. So, der Angriff hat begonnen. Wir tun mal hier, da platzieren. So. Das hat nicht das, was ich wollte, hat nicht geklappt, aber das passt. So, schnell die Luftabwehr ausschalten. Okay, da ist der Tesla. Hier gleich die nächsten. Oh, Babydrachen haben ihren Rage-Bonus verloren, wie ich gerade sehe. Ja, das ist nicht gut. Und da habe ich noch die nächsten. Okay, die haben den Rage-Bonus noch. Das ist immerhin etwas. So, kann ich ihn so setzen, dass die sich gegenseitig nicht... Alles klar, das ist perfekt. Babydrache mit Full HP. Oh, zwei Babydrachen. Zwei geragte Babydrachen am Turm. Alles klar, das sieht gut aus, Leute. So, jetzt hier die Luftbomben, die schaffen wir leider nicht mehr. Aber wir haben zwei Sterne geschafft. Schafft er die Kanone noch? Doppelkanone hat viel zu viel AP. Aber das passt eigentlich. Nice. Und wenn unsere Doppelkanone Level 4 ist, können wir sie im Hauptdorf. Das ist ein Sieg, ich habe doch gesagt. Deswegen starten wir jetzt schon mal Babydrache Upgrade. Denn wir haben ja immer noch den Uhrenturm-Bonus, deswegen wird es jetzt schneller laufen. Ein Tag dauert es, nicht schlecht. Und wir können sogar noch einen Sieg uns gönnen. Die Truppen sind ja bereits... Oh, das ist so schön, der Uhrenturm. Die werde ich auf jeden Fall auch noch upgraden müssen. Okay, der hat hier jetzt alles... Das ist vielleicht die einzige Base, wo mit Babydrachen nicht so gut anzugreifen ist, weil der hat hier alles sehr kompakt stehen. Ich würde mal sagen, ich gehe auf einen Stern. Das ist auch eine gute Taktik. Ihr könnt Bogenschütze nehmen, um die ganzen Sachen, die außen stehen, kaputt zu machen oder später.
um den Rest zu bereinigen, aber hier sieht es eh nicht so aus, als ob hier viel wäre. Ich will auf jeden Fall die Mauer hier sprengen, die Bomber sprengen auf jeden Fall alles weg und dann sollte ich eigentlich durchkommen. Der hat hier auch keine großen Fallen platziert, das ist nur ein Feld. Der hat höchstens hier irgendwelche Fallen. Ich kann ja mal... Ja, da ist eine Falle gewesen, da ist noch eine Falle gewesen, alles klar, ich habe ein paar Fallen aktiviert. So, das ist kaputt. So, und jetzt noch zwei Bomber platzieren. Bomber sind eigentlich echt nutzlos, außer um die Mauern zu zerstören. Deswegen ist es egal, ob sie sterben oder nicht. So, das passt mir. Ich wollte nur das haben. Ich mache vielleicht noch das da schnell kaputt. Nur damit die Barbaren nicht hier reinlaufen. Und gleich alle zu der Meisterhütte rennen. So, ein Barbar platzieren, der macht den Weg frei. So, eine Welle und dann die nächste Welle. Alles klar, und da haben wir schon. So, hier vielleicht noch ein bisschen. Mal schauen, wie viel sie schaffen. Zwei Sterne wären es selten. Oh, da ist eine Riesenbombe hochgegangen. Oh, das ist immer so ärgerlich, wenn man mit fast nur Barbaren kommt und auf einmal eine Riesenbombe, bam, tot. Das könnte sogar eine Niederlage sein, Leute. Das könnte eine Niederlage sein, weil wie gesagt, die Gegner schafft mittlerweile einen Stern. Also 50-50, manchmal schaffen sie den Stern, manchmal nicht. Aber wenn der einen Stern geschafft hat, durch 50%, ja, das ist passiert. Weil einen Stern kann man schon schaffen, einfach mit Barbaren oder mit Bogenschützen. Egal, dann machen wir noch ein Spiel. Wir machen noch ein Spiel. Das passt. Wir haben... Oh, Leute. Der hat schon Meisterhütte Level 5. Das wird echt schwer. Der hat zwei Luftabwehr, zweimal Luftabwehr und Minenwerfer. Die sind super Minenwerfer. Ah. Ja, das ist echt ärgerlich. Sein Zerstampfer oder was auch immer, Zerschmetterer hatte hier stehen. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen mit Riesen durch. So, wir lassen hier, wir räumen erstmal hier ein bisschen auf. So, wie machen wir das? Okay, da Bomben. Oh, ich hab einen Fehler gemacht. Scheiße, Leute. Ich wollte eigentlich einen Barbaren aufbewahren, damit er hier den Weg frei räumt. Ah, hoffentlich räumen die noch den Weg frei. Okay, eine Bombe war da. Alles klar, das ist sehr schön. Das ist sehr gut, Leute. Wir können jetzt nämlich das so machen. So, wir zerstören jetzt die Einheiten. Wir ziehen uns den Fokus von denen mit unseren Riesen. Nice. So, die zwei Verteidigungen sind schon kaputt. Oh, schaut euch diesen Minenwerfer an. Der tötet einfach alle meine Bogenschützen. Das ist echt so schwer. Der ist so, okay, das ist echt schwer gegen Meisterhütte Level 5 zu gewinnen. Oh. Riesen visieren natürlich nur Verteidigung an. Deswegen. Ah. Okay. Wahrscheinlich. Ich frage mich, was der für Truppen hat. Was? Der hat nur 35 geschafft. Und der hatte Level 8 Truppen. Der hatte Level 8 Barbaren und Bogenschützen. Das war echt schlecht vom Gegner. Alles klar, Leute. Sollen wir noch ein Spiel machen? Wir machen noch ein Spiel. Vielleicht finden wir jetzt mal einen Gegner, der nicht Meisterhütte Level 5 ist. Okay, der ist Level 4er, glaube ich. Die sind immer so schwer zu unterscheiden, weil sie sehen alle relativ ähnlich aus. So, Babydrachen, ja, das, ich denke mal, das sollte passen. Hier hat er wahrscheinlich den Tesla stehen. Seine Luftbombe kommt auch nicht dran. Ich denke mal, wir sollten das hier relativ easy schaffen können, mal gucken. Okay, ich platziere das so. Und lass die erstmal ihre Arbeit erledigen. Okay, der Tesla steht hier. Okay, war der gut platziert? Alles klar, der behält noch seinen Wutbonus, das ist sehr schön. Schauen wir mal, ob der andere Babydrache da hier vorne die Luftabwehr ausschalten kann. Ja, das sieht gut aus. So, Tesla geht auch kaputt. Der hat zumindest sehr viel Luftverteidigung der Gegner verloren. Und wir haben immer noch drei Babydrachen auf der Hand. So, die Wachen sind auch tot. Also jetzt warten wir, bis der Babydrache stirbt. Ich hoffe, wir können das richtig... Ich drücke noch mal drauf, dann sehe ich hier die Begrenzung. Der geht auf die Doppelkanone. Aber wir haben ja noch zwei Versuche. Wir sollten es auf jeden Fall kriegen. Sogar zwei Sterne? So, mal schauen. Ich muss gleich den Babydrachen losschicken. Diesmal sollte er auf das Gebäude drauf gehen. Wir platzieren ihn hier hin. So. Oh, wir hätten ihn vielleicht gar nicht gebraucht. Ich bin mir nicht sicher. So, wir holen hier noch ein paar Sterne.
Hier platzieren wir noch einen Babydrachen. Okay, wir haben 2 Sterne Gold. Ich denke mal, das sollte ein Sieg sein. Wie wir sehen können, Babydrachen sind stark, wenn der Gegner nicht Meisterhütte Level 5 ist und seine Luftbombe irgendwie kacke platziert hat, also viel zu weit weg vom... oh, schade, wir hatten fast den Zerschmetterer zerstört. Zerschmettert. So, Alter, aber schaut mal, wie lange der überlebt. Wie gesagt, die Babydrachen werden mit der Zeit extrem stark. Ich freue mich schon, wenn er morgen dann Level 6 ist. Okay, schauen wir mal. 61% sollte nicht so einfach sein für den Gegner. Jawohl, ein Sieg, Leute. Und wir haben jetzt wieder 387.000. Ich werde jetzt einfach durch passive Ressourcensammlung, also durch die Minen und so, hoffen, dass ich dann auf 400.000 komme. Müsste ich eigentlich kommen, 400.000. Wenn die Kanone dann hier fertig ist, da kann ich gleich mit der Meisterhütte beginnen. Und ja, Leute, das war's dann eigentlich auch schon für heute, für das Video. Wie gesagt, baut euch diese Base nach, wenn ihr irgendwie zwischen 1000, also Meisterhütte 4 seid und noch unter 2000 oder auch bei 2000 ist es noch gut. Und sonst Prioritäten auf jeden Fall. Angriff würde ich euch empfehlen, Armeelager und auch die passive Ressourcensammlung wie die Minen und auch noch der Ohrenturm, der beschleunigt ja auch noch das Ganze. Die Ressourcenproduktion. Juwelenmine ist scheiße, auf jeden Fall nicht zuerst holen. Ich habe die dann später im Nachhinein geholt, weil ich zu viel Elixier hatte. Und das ist einfach ein zusätzliches Gebäude, sodass der Gegner es schwerer hat, mehr Prozente zu holen. Ja, und das war's dann auch eigentlich, Leute. Habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video, das Stream oder was auch immer. Oder draußen auf der Straße, ne? Also Leute, macht's gut und haut rein. Servus.